Der neue 7-Sterne-Raid, zu einfach. Zu einfach. Epitaph ist das Pokémon, welches Evoli im 7-Sterne-Raid ganz einfach alleine besiegen kann. Wir spielen hier natürlich ein Epitaph auf Level 100, dem Item Metronom. Das erkläre ich euch noch im Terra-Raid, warum genau Metronom und welche Attacken. Wir haben hier bei Epitaph den Terra-Typen Kampf, das ist ganz, ganz wichtig. Dann spielen wir einmal auf Epitaph 252 EVs auf den Angriff und 252 EVs auf den Verteidigungswert. Ihr könnt natürlich auch auf KP packen statt Verteidigung. Das ist euch auf jeden Fall überlassen. Aber das Wichtigste hier an Epitaph ist die Fähigkeit Siegeswille. Die bekommt ihr nur mit einem Fähigkeitspflaster. Fähigkeitspflaster findet ihr in 5- und 6-Sterne-Raids. Natürlich auch auf Epitaph ein hartes Wesen sollte klar sein, um einfach noch mehr Damage zu machen. Dann kommen wir mal schon zu den Attacken. Und zwar spielen wir Zornesfaust, Ableti, Protzer und Energiefokus. Wobei Zornesfaust nicht eigentlich wichtig ist, aber die Attacke könnt ihr getrost auch weglassen. Das Wichtigste ist hier Ableti, Protzer und Energiefokus. Ach ja, und ganz wichtig, die D-Faust. Die D-Faust solltet ihr nicht vergessen. Für die D-Faust könnt ihr ganz einfach Richtung Frigomonta fliegen. Das ist im nördlichen Teil der Map. Da befindet sich hinter dem Pokémon Center nämlich der Trainer mit dem Rex Blizzer, wo ihr mit Silber- und Goldkronkorken eure DVs des Pokémon ganz einfach verbessern könnt. Die Silber- und Goldkronkorken bekommt ihr in 5- und 6-Sterne-Raids. Silberkronkorken könnt ihr euch sogar kaufen. Wie ihr genau vorgehen müsst, zeige ich euch jetzt. Kommen wir dann schon zu dem 7-Sterne-Evoli-Raid-Event. Und zwar, ich war wirklich erst schockiert, als ich das gesehen habe. Aber das werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Wir nutzen natürlich das Epitaph, was ich euch gerade gezeigt habe. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr das genauso baut, wie ich es euch gezeigt habe. Evoli hat die Fähigkeit Vorahnung. Attacken habe ich bis jetzt Kulleraugen gesehen, Biss habe ich gesehen, Risikotackle und diesen riesengroßen Bug über Evolis Kopf. Da habe ich mich auch erstmal gefragt, hä, ist das typisch Karmesin und Purpur? Deswegen Siegeswille, ich habe es euch erklärt vorhin. Siegeswille sorgt nämlich dafür, dass wir die Stats, die wir gesenkt bekommen, boosten. Energiefokus in der ersten Runde und ihr könnt schon sehen, das Schild von Evoli ist wirklich ziemlich riesig. Ich gehe davon aus, dass Evoli sogar noch das Item Evolit trägt, einfach um seine Defensive zu boosten. Wir gehen darauf in der zweiten Runde auf den Protzer. Was wir hier versuchen in den ersten Runden, ist einfach uns ein bisschen mit Epitaph zu boosten. Evoli an sich kann uns nicht wirklich viel, es wird allerdings nachher ein bisschen kritischer. Warum auch immer der nachher noch viel, viel mehr Schaden macht, keine Ahnung. Wir gehen dafür aber in der zweiten Runde einfach auf den Protzer. Ich muss ehrlich sagen, ich war echt überrascht, wie wenig Schaden wir verhältnismäßig machen. Ich glaube, jeder von euch oder jeder von uns hat gedacht, dass wir ihn auf jeden Fall one-shotten werden. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch andere Pokémon gibt, die den sehr gut solo besiegen können. Epitaph ist meiner Meinung nach aber wirklich simpel und ich glaube, Epitaph hat mittlerweile fast jeder. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr Ableitieb mit AP Plus erhöht, sonst reicht es am Ende des Tages nicht mehr. So, wie wir jetzt hier sehen können, sind wir schon auf plus 6 Angriff. Ich hatte vergessen, dass Evoli unsere Stats senken wollte und wir dementsprechend mit Siegeswillen unsere Stats boosten konnten. Das ist der riesengroße Vorteil bei Epitaph, dass wir Stats boosten können, denn Evoli wird nachher dafür sorgen, dass es mehrmals die Stats von ihm und von uns resettet. Wenn ihr da ungefähr bei plus 4, plus 5, plus 6 seid, am besten seid ihr plus 6. Aber ihr müsst es nicht unbedingt. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr dann, wenn ihr einmal plus wart, die ganze Zeit auf Ableitieb drauf geht. Denn mit dem Item Metronom machen wir die ganze Zeit, umso öfter wir mit Ableitieb treffen, mehr Schaden. So, hier resettet Evoli wieder die Stats. Das ist aber egal. Wir wollen hier nicht wieder auf den Protzer gehen, denn wir wollen hier einfach weiter auf den Ableitieb. Wir wollen nämlich die Terra-Kristallisierung, wie ich euch erzählt hatte, Terra-Typ Kampf, hier ausspielen bei Epitaph. Außerdem gibt es zu dem Event auch noch ein paar Outbreaks von Evoli. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben auf der ganzen Karte. Sowohl in Kitakami als auch in Paldea gibt es ganz viele Evoli-Outbreaks. Aber ich habe eine kleine Entdeckung gemacht. Und zwar, als ich das Spiel gestartet habe und nach ein paar Raids gesucht habe, sind mir auch von den Evoli-Entwicklungen ein paar Outbreaks ins Auge gesprungen. Und dann sogar auch von Nachtara. Also es wird ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Ich habe im Stream für dieses Wochenende eine sehr, sehr schöne Evoli-Challenge geplant. Ihr müsst da auf jeden Fall dabei sein. Es wird sehr, sehr spaßig. Und vielleicht macht der ein oder andere von euch da ja mit. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Event nur diese Woche geht. Also wenn ihr das Event von Evoli machen wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall diese Woche reinhängen, Evoli im Raid besiegen und auf jeden Fall die ganzen Evolis im Outbreak mitnehmen. Hier seht ihr, Risikotackle hat schon ordentlich Schaden gemacht, gerade mit einem Crit. Das ist aber egal, weil wir eh auf den Ableitieb gehen werden.
guten Schaden machen und uns damit auch heilen können. Ich hatte hier übrigens auf dem Kanal eine Community-Umfrage gemacht, zu welchem Shiny ihr das Evoli entwickelt. Das würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Raid oder zu den Outbreaks oder sonst irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare. Versuche auf alle Kommentare einzugehen. Ihr könnt hier schon sehen, Evoli macht auf jeden Fall gut Damage. Aber das Gute ist, dass wir uns halt mit Upline-Tip jedes Mal heilen können. Er greift sogar zweimal an. Das kann passieren. Nichtsdestotrotz sollte das Epitaph auf jeden Fall tanken können. Das Gute hier, was wir hier machen, ist, dass wir die ganze Zeit kontinuierlich auf Upline-Tip gehen und dementsprechend auch unsere KP heilen. Evoli kann unsere Stats senken, das ist aber kein Problem, da wir Siegeswille haben. Und wie am Anfang, dass wir die Attacke Energiefokus gespielt haben, so habt ihr schon gesehen, critten wir Evoli öfter. Und wie ihr hier sehen könnt, letzter Upline-Tip, Arrivederci Evoli, war schön mit dir. Und wirklich ein sehr, sehr nicer Raid. Ihr könnt nach dem Raid entscheiden, in welchem Ball ihr Evoli haben wollt. Könnt es theoretisch züchten für das Wunsch-Shiny, aber das ist ja dieses Wochenende eh egal, da ihr hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Evoli-Outbreaks bekommen könnt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, liked das Video und bis zum nächsten Mal.